Ich habe nicht die Absicht, die Motorin zu betrügen. Ich würde zunächst gerne wissen, was ich überhaupt tun soll. Ich bezweifle, dass ich eine Wahl habe. Ich muss also einverstanden sein. Nein, das werde ich nicht tun. Nehmen wir mal die zwei. Nein, es gibt zu viele Einzelheiten, die ohne euer grundsätzliches Einverständnis nicht gesagt werden können. Ich will es zuerst von euren Lippen hören, Veldrin. Ja, ich bezweifle, dass ich keine andere Wahl habe. Ich bin einverstanden und werde tun, was ihr befehlt. Ich wünsche keine halbherzigen Einverständnisse. Ich muss die Gewissheit haben, dass ihr mich nicht um eures eigenen Vorteil willen betrügt. Zunächst muss ich mich zunächst mal eurer Tit überzeugen. Ihr seid stark und habt die Position der Mutter Umbrim verdient, Ferdi. Die Dor können durch eure Anwesenheit nur noch stärker werden. Als ich sagte, ich hätte keine andere Wahl, dann meinte ich damit, ich hätte keine andere Wahl, als euch zu dienen, Ferdi. Die Mutter Umbrim bedeutet mir nichts. Nehmen wir mal die 1. Ha, ihr seid ein Schmeichler, Veldrin, aber eure Aussage enthält ein Körnchen Wahrheit. Ich erlaube euch, mir bei einem Plan zu helfen und will über euer Zögern hinwegsehen. Habt ihr gehört, dass die Mutter Umbrim von dem Ritual sprach? Die Mutter wird dabei einen Dämon von unvorstellbarer Macht beschwören, Veldrin. Er wird den Trauber unserem Angriff auf die Elfen der Oberwelt helfen. Also ein Krieg, ein offener Kampf zwischen den Dwarven und den Oberweltflächlern hat es seit Eonen nicht mehr gegeben. Und ein größerer Dämon steht hinter ihnen. Ich frage mich wirklich, warum Irenikus all dies tut. Das Auge des älteren Betrachters und das Blut des Kuatao sind Bestandteil dieses Rituals, um die Aufmerksamkeit des Dämons zu erregen und ihn zu uns zu bringen. Doch damit ist nicht genug. Das Haus des Pana verfügt über die Eier eines Silberdrachens. Des Silberdrachens übrigens, der die Straße zur Oberwelt bewachte, die wir Dwarf vor so langer Zeit hinabgestiegen sind. Wir halten die Eier gewissermaßen als Geiseln, denn sie werden den Silberdrachen davon abhalten, einzugreifen. Besser noch, die Mutter will dem Drachen als Preis für seine Hilfe anbieten. Eigentlich dem Dämon, hier ist ein Übersetzungsfehler drin. Welcher Drache könnte da widerstehen? Das Haus des Pana hätte den Weg für den Krieg freigemacht und seinen mächtigen Krieger beschworen. Wir werden das alles überragende Haus sein. Aber nirgendwo steht geschrieben, dass ausgerechnet Mutter Artolis, die Mutter Oberin eines solch mächtigen Hauses sein muss. Geht in die Schatzkammer, wenn drin steht die Dracheneier und tauscht sie gegen überzeugende Fälschungen aus, die ich vorbereitet habe. Dann bringt ihr die richtigen Eier zu mir. Die Mutter wird dem Dämon die gefälschten Eier anbieten und dies mit dem Leben bezahlen. Dann werde ich ihm die echten anbieten, das Ritual wird vollendet und ich werde Mutter Oberin. Hier sind der Schlüssel für die Schatzkammer und die gefälschten Eier. Nehmt sie, kehrt mit dem echten Gelege zurück, bevor das Ritual beginnt. Ich warne euch, die Wachen werden versuchen, euch in der Schatzkammer aufzuhalten, wenn sie euch entdecken. Tötet sie nur, wenn es sein muss. Verwendet die Kunst des Schleichens, Veldrin, und nun geht. Ja. Was immer ihr wünscht. Erledigte Aufgaben. Nein, neue Aufgaben. Fair hat mit dem gesamten Plan von Ardolins enthüllt, die Dwarf beabsichtigen, zur Oberfläche vorzudringen, zu welchem Zweck auch immer. Doch das Ritual der von Oberin Ardolins wird einen mächtigen Dämon beschwören, der die Dwarf unterstützen wird. Als Gegenleistung für die Dienste des Dämons sollen diesem die Dracheneier geopfert werden, wodurch das Haus des Pana in den Augen Leusern Ansehen gewinnt. Fair beabsichtigt, Ardolins zu hintergehen und hat mich mehr oder weniger zur Mitarbeit bewegt. Sie will ich... dass ich in die Schatzkarte des Pana im Tempel von Lolf gehe und die Eier des Silberdrachen durch die von Fähre angefertigten Fälschungen ersetze. Sobald Adolans da die gefälschten Eier anbietet, kann Fähre mit den echten auftreten. Bei meinem Besuch in der Schatzkarte muss ich vorsichtig sein, wenn ich das Töten der Wachen nicht umgehen lässt. Das muss sehr diskret geschehen. Und selbst wenn ich die Eier finden sollte, die Stadt wurde von Oberin Adolins abgeriegelt. Es gibt keine Fluchtmöglichkeit, ich muss das Spiel mitspielen, vorerst jedenfalls. Eigentlich sollte hier noch was passieren. Ich tue, was ich tun muss. Ach, da ist er ja. Wenn ich es tun muss. Veldrin, vortrefft euch das gut. Veldrin, vortrefflich, dass ich euch gefunden habe. Ich habe euch schon einige Zeit hier in der Stadt beobachtet. Ich kenne eure Bestimmung nicht und weiß nicht, ob ihr mir zuhören werdet, aber ich habe etwas anzubieten, etwas, womit wir Ferret, der heimtückischen Dirne, was das verpassen können, was sie verdient.
Ich bin ihr gefolgt und sah, dass sie von den Dracheneiern Duplikate anfertigen lassen hat. Und ich habe ihren Plan durchschaut. Ich ließ nochmal welche herstellen. Fera ließ ihre Nachbildungen markieren, sodass sie sie wiedererkennen kann. Aber diese haben keine Kennzeichen. Sie werden sie täuschen, wenn ihr sie anstatt der echten Eier gebt. Möchtet ihr sie haben, Vaedrin? Wollt ihr sie haben und ihr geben? Ja, danke, Solafin. Gut, zu welchem Zweck ihr auch in die Stadt gekommen seid, mir soll es egal sein. Aber da mir mein Leben nicht genommen habt, nun, ich wünsche nur, ich könnte dabei sein und ihr Gesicht sehen. Dann lebt wohl und viel Glück. Yay. Das heißt, wir haben hier gefälschte Dracheneier von Fae und gefälschte Dracheneier von Solafin. Dies sind die gefälschten Dracheneier, die ihr von Fae erhalten habt, und das sind die von Solafin. Und das ist der Dispana Schatzkammer-Schlüssel. Fragt nur. Ich warte, wenn ihr es wollt. Ihr müsst eure Gruppe. So. Natürlich. Die Schatzkammer wäre halt hier oben. Und eigentlich würde ich es ja zu gern vermeiden. Fragt, wenn es das ist, was du wollt. Beschützt die Eier. Ja, nein. Ja, verstanden. Ach, das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Ich find's scheiße, sie wird instant wieder sichtbar. Verbesserte Unsichtbarkeit habe ich nicht, gell? Die ich mal ganz kurz da benutzen könnte, oder? Das ist unsichtbares Entdecken. Erweiterte Unsichtbarkeit. Der Zauber gleich Unsichtbarkeit, allerdings kann das unsichtbare Wesen angreifen, ohne dass dadurch Unsichtbarkeit aufgehoben wird. Nachdem der unsichtbare Charakter jedoch auf diesem Weg auf sich aufmerksam gemacht hat, kann ein aufmerksamer Beobachter seinen ungefähren Standort ausmachen. Ja. Das heißt, ich muss doch mal rasten. Und hier kann ich nicht. Nein. Keine große Herausforderung. Weil Unsichtbarkeitstränke. Die funzen ja nicht. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlasst. Und wenn, dann spreche ich das auf Talisa. Kann ich das überhaupt auf Talisa sprechen? Oder ist das ein Selbstzauber? Berührung, okay. Wir sind allesamt Helden. Ihr, Bo und ich. Hamster und Waldläufer auf der ganzen Welt. Frohlocket! Weil es steht kein Zeitlimit drin, wie lange ich Zeit habe. Wahrscheinlich brauchen sie noch Zeit für die Ritualsvorbereitungen. Hoffe ich mal. Ich raste ja nur 8 Stunden und keinen ganzen Tag. Und draußen kann ich leider nicht rasten. Was immer ihr wünscht. Und ich frage mich ganz ehrlich, wo langsam mal das Erfahrungspunkteende war.
Level 20 plus 6 ist ja schon recht hoch. Es nicht, Anweisungen der Mutter Oberin in Frage zu stellen. Fragt natürlich. So, 8 Stunden gerastet, ist okay. Ihr müsst eure Wenn es das ist, was ihr wollt. Ansonsten hätte ich halt nur noch Phantomtor. Wo ist ein Phantomtor? Wenn ich es überhaupt habe. Da. Ja, aber Phantomtor wird auch nicht viel bringen. Wer dann bringt mir nur erweiterte Unsichtbarkeit etwas? Jetzt weiß ich wieder, warum mir das Reisen mit euch solchen Spaß gemacht hat. Euer Wunsch ist mein Begehr. Ja? So, Magierzauber. Credo. Keine große Herausforderung. So, und jetzt hoffe ich mal, dass das klappt. Nicht ganz wirklich, aber. Ich warte nun gut. Ihr müsst eure Gruppe. Aber ich denke mal, immerhin hätte das mit Schattenverstecken das auch nicht gerade hingekriegt. So, das sind jetzt die echten Eier. Ach scheiße, ich habe vergessen, die anderen Eier da zu lassen. Na gut, dann nehmen wir nochmal das Quick Save. Ja, okay, okay. Verstanden. Du bist natürlich wieder überladen. Du bist total überladen. Keine große Herausforderung. Habe ich irgendwas in diesem Sack, was hier hilft, sich im Schatten zu verstecken? Handschuh des Taschendiebstahls erhöhen nur den Taschendiebstahl. Ring der Gnadentöter. Der dürfte helfen. Hatte sie da nicht mal einen Ring? Ernsthaft, habe ich hier da nicht mal einen Ring hineingelegt. Wegen der Klugheit, Zauberring. Ansonsten habe ich hier nichts. Schildamulett, Grünsteinamulett. Ein paar Gürtel der Frostriesenstärke, aber der bringt hier nichts. Ring der Handlungsfreiheit auch nicht. Ich warte. Nun gut. Ah, ich weiß, welcher Ring da war. Der müsste aber auch hier drin sein eigentlich. Ziemlich weit unten. Da, Schutzring plus 1. Los, schön. Hm.